Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Und wie ihr sicherlich seht, ich habe ein neues Spielzeug. Ja, ich habe eine Kamera und ich spiele nicht im Livestream. Nein, wir befinden uns hier auf YouTube. Ich bin hier gerade privat am Aufnehmen. Was wollte ich gesagt haben? Und wir spielen 7 Days to Die. Ich habe gemerkt, es ist ein bisschen besser angekommen, als ich ja doch erwartet hatte. Also auch von den Zuschauerzahlen so wird regelmäßig geguckt und alles und tralala und dachte mir, das ist doch ein guter Zeitpunkt, eine gute Gelegenheit, mal mein neues Spiel zu ausprobieren. Ja, ich habe eine neue Webcam. Ich habe mir das mal... Oh, Yucca-Pflanze. Lass Yucca, Kumpel. Ich habe mir mal die Logitech Webcam gegönnt, so ein paar Spezifikationen, und zwar die Logitech 920, glaube ich, ist es. Die habe ich mir mal gegönnt und wollte dann auch mal schauen, dass ich 7 Days to Die weitermache, weil mir macht es auch Spaß und es... Bei uns ist immer mit dem Multiplayer war es so gewesen, das Problem ist einfach, nicht jeder hat immer wieder Zeit. Das ist das... Nicht jeder hat immer wieder Zeit und tralala und dann kommt immer wieder Sachen dazwischen und deswegen habe ich gedacht, mach's jetzt erstmal alleine ein paar Völkchen und ich wollte ja die Season weitermachen, deswegen mache ich die, hänge ich die einfach erstmal weiter dran, die Season und so. Und nichts trotz alledem spielen wir jetzt erstmal 7 Days to Die. Ich habe eine neue Karte angefangen. Es ist nicht die Multiplayer-Karte. Ich fange hier von Grund neu an. Ich habe mir das Tutorial ein bisschen gespart. Ich habe es gerade schon gespielt, damit wir es nicht nochmal machen müssen. Denn immer wieder, wenn man neu startet, ein neues Spiel, dann kommt das Tutorial. Und So, dann schauen wir doch mal. Ich prügel hier weiter erstmal auf Steine. Stein auf Stein, Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. Achso, apropos, und das nette Spiel lässt uns auch direkt, ich zeig's gleich mal. Vielleicht sollte ich mal eine neue Steinaxt. Wir haben ja genug Stein gesammelt. Hallo? Stein. Ich sollte mir das vielleicht mal, warte mal, ich markiere mir das mal als Favoriten, die Sachen, die ich brauche. Dann habe ich das immer so erstmal vorsichtshalber. Holzrahmen, ja, Lagerfeuer, ja, Pfeile, ja, Favorit, Schlafsack, ja, Favorit, weil dann sucht man sich nämlich hier einen Doofen. Und da ist doch schon die Steinaxt, da können wir schon mal direkt zwei von bauen. Schaufel, Verband, Ersthilfeverband, Fackel, Schmiede mache ich auch mal und Verbandskasten auch mal. So, dann kann ich nämlich hier oben auf Favoriten stellen und dann habe ich es auch schon. So, Steinaxt machen wir einmal hier hin. So, dann mache ich hier mal weiter. Das Spiel hat uns glücklicherweise, ich zeige es jetzt gleich mal eben, spawnen lassen und zwar direkt an einem Haus. Finde ich voll geil, wir sind hier aufgewacht und hier, hier war direkt Tutorial. Von Lorelal. Und ich dachte mir, komm, da können wir doch die Hütte auch direkt nehmen für unsere Festung. Das heißt also, wir müssen hier ungemein farmen. Das ist ja bei jedem Survival-Spiel bleibt uns nicht so übrig. Es ist ja ein Endlosspiel. Und wir müssen nun mal hier auch ein bisschen farmen. Und ich hoffe, ihr versteht das. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, werde ich das wieder im Stream auch spielen? Ja, ich denke, dass ich das nochmal im Stream spielen werde auch. Aber jetzt vorerst werde ich wahrscheinlich da erstmal nur so ein privates Let's Play draus machen. Also nur für YouTube. Um auch, wie gesagt, das mit der Kamera mal zu testen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und bis ich jetzt erstmal ein Aufnahmeprogramm hatte, das war... natürlich auch erstmal eine Sucherei. So, ich werde natürlich nicht alles hier abpflanzen, weil ich ein bisschen... Das wird eine mega Arbeit. Aber hier ist das Bäumchen, kann auch weg. So, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, den Mülleimer können wir nochmal eben durchsuchen. Da ist... schimmeliges Brot. Kleber nehme ich mit. Den Rest mache ich hier mal eben weg. So, ich will keinen Müll vor der Haustür haben. So, das Bäumchen kann da stehen bleiben. Wir müssen ja auch definitiv reparieren. Also das wird sehr, sehr viel kosten. Also bis wir das hier repariert haben, brauchen wir auch... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss hier... So, guck mal. So, wenn du mal siehst, ich muss hier erstmal alles reparieren. Man kann ja hier alles aufwerten und tralala und so. Nee, das ist noch nicht... Dass wir hier erstmal grob und ganz
Und wir können hier alles machen. Alles aufwerten. Das wird so eine Schweinearbeit. Oh, ein Glaskrug. Nehmen wir mit. Verrottetes Fleisch. Ah, lass ich mal, weil ich muss auch mal gucken. Ich hatte auch im Tutorial, damit ihr das mal seht, hatte ich hier meinen Schlafsack schon reingebaut und auch hier das Lagerfeuer direkt hier unterm Kamin. Fand ich irgendwie total praktisch. Ne? Also, voll geil. Ja, ich würde sagen, wir werden als erstes... Was ist denn das immer? Lass mal hier den Dreck weg von zu Hause. Da soll hier kein Dreck rumliegen. So, da haben wir auch eine Kerze, hier haben wir noch ein Sofa. Ich hoffe, wir haben hier keinen Spinnenbesuch. So, ich mache das jetzt erstmal so, damit das ein bisschen ordentlicher ist. Wir müssen ja irgendwann müssen wir ja sowieso hier anfangen. Ne, ist ja... Ich glaube aber, die Tür werde ich aber, glaube ich, mal reparieren. So, dann ist die auch... Dann sieht die wenigstens schon mal wieder ein bisschen ordentlicher aus. Wir müssen irgendwann so oder so anfangen zu bauen. Das sind wir nicht von befreit, aber ich werde als erstes jetzt erstmal hier auf der Karte mir auch direkt... wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich selber erstmal schauen. Wichpunkt speichern. Und zwar hier Häuschen. Dann wissen wir, aha... Da ist unser Häuschen, da kann ich dann auch hier einen schnellen Wegpunkt machen, draufklicken und dann führt uns eigentlich der Kompass oben am Bildschirmrand auch immer dahin. So, hier den Reifen, den können wir mal entfernen, da brauchen wir nicht. Stein nehmen wir noch ein bisschen mit. So, wir machen uns das richtig gemütlich hier. Na, wir müssen ja auch Nahrung und sowas finden, deswegen würde ich sagen, als erstes werden wir erstmal auf Loot-Tour gehen. Den Baum werde ich, glaube ich, lassen, weil der macht so einen schönen Eindruck am Haus. Das, wir werden auch, glaube ich, eine zweite Etage bauen, weil momentan hat es ja nur eine, aber oben ist auch noch ein Fenster, deswegen werden wir noch eine zweite bauen. Ich werde jetzt erstmal, oder wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir erstmal hier ein bisschen farmen gehen. Na, wie gesagt, am Haus möchte ich erstmal alles lassen. Hier haben wir zum Beispiel auch ein bisschen Federn. Oh, hallo. Es ruckelt gerade sehr. Das Spiel ist noch ein bisschen buggy. Ich hoffe, dass da noch ein paar Patches kommen und tralala. Und ja, ich muss heute auch unbedingt auch noch Homefront aufnehmen. Oder habe ich vor aufzunehmen, Homefront. Weil ich da auch so ein bisschen in eine Bredouille gekommen... Hallo? Na? Okay, das war's mit der Axt. Ich werde mir schon mal vorsichtshalber schon mal eine neue... Was war das gerade? Okay. Ich muss nochmal eben kurz schauen in den Audioeinstellungen. Musik kann ruhig ein bisschen lauter, obwohl da eigentlich gar keine Musik ist. Naja gut, mal fortsetzen. Ja, da hinten haben wir schon jemanden stehen. Das finde ich sehr gut. Was ist das denn hier? Oh, Alter, ich dachte, da sitzt ein Hund. Alter, boah, ich bin schon mega verwirrt. Was ist denn das? Holz. Ah, okay, interessant. Ja, Holz können wir gut gebrauchen. Ach, da läuft jemand. Oh Gott, ich habe schon Fußtritte gehört. Ich habe mir das schon irgendwie gedacht. Wir sind irgendwo in der Wüste gespawnt. Ich habe überhaupt gar keinen blassen Schimmer, wo wir sind, was wir hier tun. Ich muss auch gucken, dass wir hier so langsam mal irgendwie... Na, Halleluja. Mitten in der Bumper. Mal zwischendurch mal ein paar Gräser mitnehmen, die können wir ja gut gebrauchen. So, hier ist noch ein bisschen Holz. Obwohl, wir müssen mal zusehen, dass wir jemanden einen vernünftigen großen Baum finden. Na. Also zurück zu unserem Haus finden wir auf jeden Fall. Na, nimm den Stein mit. Hallo? So. Okay, hier ist Wasser, Wasser, Wasser. Vielleicht gehen wir mal in die Richtung. Ich möchte ungern rennen und ungern auch hier, weil wir werden ja auch hungrig und tralala. Athletik ist jetzt auf Level 2. Ich muss unbedingt meine Fähigkeitspunkte auch im Auge behalten, dass ich da mal level. Ich weiß nicht, ob wir... Ach, guck mal hier an den Stein nehmen. Hallo? Stein nehme ich mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Bäume wir hier in der Wüste finden werden. Ich glaube eher weniger. Aber wir müssen ja irgendwie an Holz kommen, um das Haus auszubauen. Weil uns bleiben ja 7 Tage, bis die erste Horde kommt. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen Muffen vor, dass sie uns das Haus einrennen werden.
Deswegen, wir brauchen noch jede Menge Stein und so. Und wenn wir schon einmal hier sind, nehmen wir die Steine auch mit. Ich weiß, es ist ein bisschen mühselig jetzt. Es ist jetzt nicht so interessant. Aber wir werden natürlich auch zusehen, dass wir anfangen zu bauen. Ich denke mal, dass ich die Folge mal so um die 20 Minuten machen werde. Um da nicht so in die Bredouille zu kommen. Die Videos werden auch, falls sich viele jetzt schon fragen, die die Videos gucken, warum sind die denn nur auf 720p? Das liegt daran, weil die Kamera hat zwar 180p, ja, 1080p. Und das Aufnahmeprogramm, was ich habe, nimmt nur auf 720 auf. Ich hatte aber schon etliche, bevor jetzt einige in die Kommentare schreiben, ja, nimm doch anderes Aufnahmeprogramm, habe ich schon genommen. Und alle, die auf 1080p aufnehmen wollen, das ist so am Ruckeln. Das ist so am Ruckeln. Ich würde mich dann so bewegen, so. Und das möchte ich kein... Und das möchte ich kein, kein zumuten. Also wenn, dann möchte ich schon, dass es vernünftig und akkurat läuft. Ich mache währenddessen mal nochmal zwei Steinäxte. Dann haben wir nochmal in Reserve. Falls die anderen jetzt auch kaputt gehen. Und solange wir ja so ein bisschen Ruhe haben hier, vor allem Pipapo, können wir uns ja das leisten, mit den Steinen hier zu sammeln. So, muss. Habe ich gerade noch gesagt. Ruhig mit, ja. Ich glaube, der kommt, ne, oder? Na, da kommt er. Und hier kriegen wir auch ein bisschen Eisen. Wenn wir Eisen haben, desto besser. Ja, hallo, mein Freund. Ach, da kommt direkt zwei, oder was? Ah, nee, doch nicht. Uah. Verdammt. Was ist das denn? Was ist denn? Ist das eine... Oh, ein bisschen Holz. Nehme ich mit. Ich weiß, er verfolgt uns. Aber ich glaube, so schnell ist er nicht. Die werden ja nur nachts ein bisschen schneller. Ich will mal kurz gucken, wo wir hier... Was ist denn... Was ist denn das hier? Ach, ein Schrottplatz. Ist ja geil. Direkt bei uns an der Hütte. Ist gar nicht so weit weg. Ist direkt auf der Straße. Ach, ist ja krass. Da können wir vielleicht schon mal gucken, ob wir vielleicht hier schon mal ein paar Sachen finden, die wir gut gebrauchen können. Hier lasse ich das Juckenkumpel, die Yucca-Pflanze. Ein paar Steine nehmen wir wieder mit und ein bisschen Eisen. Bin am überlegen, ob ich den kille jetzt mal eben, den Zombie, weil da gehen wir auf den Sender. Vielleicht ist er jetzt auch gerade weg, vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen nicht mehr bemerkt oder so. Ich weiß es nicht. Alter, wie geil. So. Es ist auch sehr verdächtig ruhig, muss ich sagen. Ich werde gejagt. Von... Ich werde so sterben. Kann ich den hier mit hauen? Hau den mal mit der... Ich hau den... Huch. Da kommt noch ein Hund. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. Na. Alter, was ist denn jetzt hier los? So, da brennt die wenigstens. Die Krankenschwester ist am Brennen. Aber wir müssen die Hunde auch wegkriegen. Und da kommt noch jemand. Muss man den Hund mal eben beseitigen hier. Stirb. Okay, ist noch ein bisschen buggy, aber... Alter, was ist denn hier los jetzt? Ich muss hier mal ein auf die Rübe geben. So. So. Jetzt geht doch einfach mal sterben, du... Alter, was? Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen, verdammt. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich bin infiziert. Ich werde angegriffen von irgendwas, etwas von dem Hund. Na, wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sterben und ich...
Ich sollte vielleicht mal hier so eine Bandage nehmen. Hallo? Nimmst du mal die Bandage? Ah, jetzt. Kann ich den irgendwie... So. Das ist schon mal weg, wenigstens. Jetzt muss ich mal zusehen, dass ich hier mal so langsam... Okay, Gott sei Dank. Das war jetzt nicht so, wie ich gedacht hatte. Das, Alter, das Auto war so schnell kaputt. Aber jetzt kann ich hier nochmal in Ruhe ein bisschen die... Es wird ja jetzt Nacht, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir hätten vielleicht auch, ja gut, schlafen kann man ja leider nicht. Was bedeutet denn das Symbol, das Symbolchen da? Ich schau mal eben. Infektion. Dauert 2 Stunden und 28 Minuten. Das Schöne dabei ist, das sind echte 2 Stunden. Ja. So. Okay, jetzt werde ich nochmal eben schnell hier die Axt ausrüsten. Lalalalala. Ja, komm her, du kleiner Krabbler. Mein kleiner Krabbler. Krabbel du mal hier um den Stein rum, genau. Dann kann ich hier ganz in Ruhe einfach mal abkrabbeln. Huch. Da fehlt ein Bein. Ich würde gerne wissen, was sie mal gemacht hat. Ob du süß, ob du süß. So. Ich muss jetzt ein bisschen aufhören, weil ich hatte keine Ausdauer mehr. So, ich will nur diesen Stein hier fertig haben, dann ist alles gut. Dann ist alles supi. Kann sich, glaube ich, auch nicht entscheiden, welche Richtung. So, sehr schön. So, jetzt haben wir aber hier wenigstens schon mal... Okay, da ist noch jemand. Jetzt können wir uns hier ein bisschen... Oder wir machen das ganz einfach, wir Warte mal, ist das ein Koffer? Tatsache. Eine Pfeilspitze aus Eisen. Interessant. Dann haben wir wenigstens schon mal einen Ofen. Okay. Das Schöne ist, dass wir das direkt in der Nähe haben. Das heißt, wir haben ja gar nicht so weit weg bis... ich gucke in die falsche Kamera. Gar nicht so weit weg bis zu Hause. Wir können uns gleich erstmal eine Kiste craften für zu Hause. Ich glaube, das machen wir auch. Ich gehe erstmal nach Hause. Bevor wir das Gebiet hier untersuchen, möchte ich gerne mal... Hier hatte sich auch einer verbarrikadiert gehabt. Ist jetzt gestorben? Ich glaube, die ist jetzt... Ah, okay. Schwebt einfach mal in die Luft. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach Hause gehen. Steigt unsere Lebensanzeige oder sinkt die? Ich muss mal kurz darauf achten. Na? 53 haben wir. Ich muss mal ein bisschen ein Auge drauf werfen. So. Okay. Schlafen können wir ja leider nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass hier bei uns in der Nähe... ja, der Schrottplatz ist. Das heißt für uns, dass wir... schon mal einen schönen Part haben zum Looten. Jetzt muss ich nochmal eben schnell schauen, wie das aussieht mit unserem Charakter. Wasser 64, Nahrung 64. Okay. Eine Kiste wollte ich craften. Das wollte ich gemacht haben. Da wollte ich jetzt nochmal kurz gucken auf Grundlagen. Tralalala. Ich höre schon wieder irgendwas. Ich mache mal direkt 2 und versteck mich mal. Weil die können ja auch einen hören und einen riechen und so. Ich habe die gar nicht, ich habe die als Favorit. Ich höre schon wieder einen laufen. Neben uns rechts. Und die hören uns ja auch, ne? Das ist ja... So, ich frage mich, wo ich die Kisten jetzt hinmache. Mache ich die hier hin? Warte mal, ich repariere jetzt erstmal... Ich repariere mal eben den Boden. Ich mach die jetzt erstmal nur einfach. Damit wir erstmal schon mal so grob haben. Die hören natürlich den Krach. Ne? Aber ist mir gerade mal sowas von egal. Hier, damit die da nicht reingucken können. Na. Hallo? Und ihr seht schon, das kostet 10 Holz. Die einfache Reparatur. Hallo?
Und das ist schon mega teuer. Hallo? So. Ich glaube, das Sofa, das lasse ich mal. Na? Hallo? Manchmal will er, manchmal will er nicht. Ich weiß nicht warum. Ich möchte... Oh, ich habe kein Holz mehr. Seht ihr, ich habe kein Holz mehr. Das ist natürlich... Ich habe tatsächlich kein Holz mehr. Das ist schlecht. Da müssen wir mal zusehen, dass wir mal... Ja, kochen können wir noch nicht, weil uns ein Topf fehlt oder so. Aber wir haben jetzt schon mal hier so ein bisschen Ruhe. Und, okay, unsere Lebensanzeige steigt wieder. Ich werde nochmal eben hier schnell einen Happen essen. Und einen Happen trinken. Okay, 82% Durstigkeit und 75% Hunger. Das passt eigentlich. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde die eine Kiste mal hier hinpacken und die andere, glaube ich, hier so daneben. Weil dann haben wir nämlich hier zwei Kisten und können mal so unsere Loot-Gegenstände dann mal reinpacken. Guck, wir haben sogar 150 Eisen schon und zwei Holz nur noch. Aloe Vera-Pflanze haben wir auch. Guck mal eine an. Wir haben sogar Sand gesammelt. Ich weiß gar nicht, woher. Papier haben wir. Mhm, Bauplan, Yucca-Pflanze. Die Sachen lasse ich mal drin. Das packe ich mir mal nach unten, weil da sind ja die neuen Äxte. Da kann ich eigentlich eine hierhin von packen. Glaskrug können wir mal mitnehmen, weil wir, falls wir da irgendwie... nein, wollte ich gar nicht. Falls wir da irgendwie mal Wasser finden, dass wir die auffüllen können. Und wenn wir die dann auf dem Herd stellen, beziehungsweise auf unser Lagerfeuer, dann können wir es ja kochen. Und dann können wir es auch trinken. So, dieser packe ich jetzt da oben hin. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Haben hier auch ein Fackelchen, was ich eigentlich auch hier... Ich könnte auch hier anzünden, das Lagerfeuer. Dann ist hell. Und jetzt ist es Nacht. 22 Uhr, es ist Schlafenszeit. Ich kann aber leider nicht schlafen, deswegen müssen wir uns ein bisschen ruhig halten und würde sagen, in der nächsten Folge geht's spannend weiter. Dann versuchen wir die erste Nacht zu überleben und am nächsten Morgen müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen auf Holztour gehen. Ja, also bis demnächst zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ciao.